Hallo und herzlich willkommen zurück zur Let's Play Jack Orlando. Ich habe im Hotel noch einen Platz gefunden, wo wir noch nicht abgebogen waren. Und zwar... wo ist der Pfeil? Spiel, da war gerade noch ein geknickter Pfeil. Da. Der da. Da waren wir noch nicht. Also wir hoffen auf Progress. Ich sehe einen Schlüssel. Stimmt, er hat gesagt, dass die Putzfrau nicht mehr da ist. Ist das der Schlüssel der Putzfrau? 101. 101. Jackpot. Sehr schön. Jack hat den Jackpot. Ich bin auch sonst mal noch draußen ein bisschen durch die Gassen gestiefelt und seitdem besitzen wir jetzt zwei Flaschen Hälse. Hust. Der ist mir zugelaufen. Der hat mich lieb angesehen. Der wollte mitgenommen werden. Dieser Kasten ist verschlossen. Die Putzfrau scheint wohl Feierabend zu haben. Können wir nochmal einen Besen mitnehmen? Nein. Noch eine Tür. Dreckige Hotelwäsche. Hausordnung. Das Lesen dieses Wisches kann ich mir schenken. Dieser Kasten ist verschlossen. Können wir noch einen Schlüssel mitnehmen? Nee, ich klicke, aber passiert nichts. Okay. Supi, wir haben Schlüssel. Und meine Geschirrspülmaschine ist fertig, falls es piept. Okay, wir können jetzt hoffentlich in Zimmer 101 rein und Progress machen. Vielleicht. Also ja, der Schlüssel sollte passen. Bellinger ist angeblich nicht zu Hause. Also sollten wir uns da vielleicht mal irgendwie ein bisschen umsehen können. Und um, schnell, rein, schnell, lauf. Danke. So. Dann gehen wir mal gucken, was der Herr Bellinger so zu verbergen hat. Eine Waffe wäre halt ganz cool, wenn wir die finden würden. Quatsch. Mäntelchen. Da, 101. Nehmen. Benutzen. Rein da. Sehr schön. Mir springt der Koffer direkt ins Auge. Gerade hat die Hand noch gezuckt. Da ist der Stock. Verdächtig nach dem Koffer von Bellinger aus. Ja, dann nimm den mal raus. Wow, okay. Okay, das waren viele Waffen. Jetzt bin ich mir ziemlich sicher zu wissen, womit sich der Typ beschäftigt. Oh oh. Der muss da... Hat der einen Schlüssel? Können wir irgendwo raus? Können wir irgendwo raus? Seit wann trifft man in diesem Hotel in seinem Zimmer Ungeziefer an? Was bist du denn für einer? Ich kann das hier erklären. Ich wollte nur... Ich brauche keine Erklärung. Für mich sieht das eindeutig aus. Alternatives Ende? Ja, ne? Wow, das ging aber jetzt verdammt schnell. Zum Glück hat die Folge erst angefangen. Wow, ob wann tickt denn da die Uhr, wenn ich den Schlüssel genommen habe? Oder sobald ich reingegangen bin? Da ist der Pfeil. Wow. Wow, Spiel. Okay, wir machen diesmal ein bisschen flotter. Wir gehen diesmal dann auch direkt hoch. Hier haben wir sowieso sonst nichts anderes mehr entdeckt. So, dann machen wir jetzt mal pronto. Zack, zack, diesen da, das da. Das da. Also Waffen hat er viele. Der Stock ist auf jeden Fall ein Indiz dafür, dass er wirklich derjenige ist, den wir suchen. Und weiter kamen wir jetzt gedanklich noch nicht. Okay, wir nehmen uns eine Sekunde zum Abspeichern.
So, dann Spiel fortsetzen. F1, Schlüssel, Rechtsklick, aufsperren. Vielleicht müssen wir den Fahrstuhl blockieren. Ich schaue uns erstmal nach dem Stock. Diesen Stock habe ich schon irgendwo gesehen. Hm, genau. Und da liegt noch ein Buch. Notizbücher anderer Leute haben so eine gewisse Wirkung auf mich. Nein, zu Krennis? Was stand da noch? Können wir irgendwie einen Notausgang oder so? Oh oh. Können wir aus dem Fenster? Ja, können wir. Ja, wie so ein Affe. Okay, da stand auf jeden Fall, das ist Night to Grannis. Was stand da unten drunter? Irgendwas mit 20 oder 21 oder so? Da stand wahrscheinlich ein Name drunter, den ich jetzt irgendwie in der Aufregung nicht mitgekriegt habe. Okay, was bringt uns das jetzt? Wir haben jetzt halt die Waffen nicht gesehen. Wenn wir jetzt nochmal hochgehen, ist wahrscheinlich dann, dass wir ihn in seinem Zimmer überraschen, ne? Na gut, er wird ja dann in dem Night of Grannis, wird er dann wohl irgendwas zu dem sagen, was wir in dem Zimmer gesehen haben. Aber ich will jetzt doch zuerst mal nochmal gucken, ob wir hier nochmal rein können. Haben wir den Schlüssel überhaupt noch? Haben wir den Schlüssel noch? Nein, wir haben den Schlüssel nicht mehr. Kann ich mir jetzt was verbaut haben? Halt, Fahrstuhl. Komm mal bitte wieder her. Bin mir da jetzt gerade unsicher. Aber das sind die Waffen dann auch noch gucken. Ich weiß ja nicht. Wir suchen mal wieder das Night of Grannis. Vielleicht, dass wir dort jetzt irgendwas anderes sagen. Wer irgendeinen Namen nennt. Wo war denn das nochmal gewesen? Oh, diese Stadt. Da waren wir, glaube ich, schon drin. Da sind wir, glaube ich, hinten rum. Ja, über die Baustelle. Zum Hotelhinterhof. Nein, du Grannis, okay. Dürfen wir da wieder rein oder müssen wir wieder Eintritt bezahlen? Nein, wir können rein, okay. Moment mal. Hier ist, glaube ich, immer noch der, der seine Freundin versetzt hat. Die Freundin war nicht mehr da. Komm her. Lass uns einen trinken. Hast du eine Lotterie gewonnen? Vielleicht später. Jetzt habe ich zu tun. Ich kenne dich nicht und mit Fremden trinke ich nicht. Ich kenne dich nicht und mit Fremden trinke ich nicht. Was denn? Leidest du an Halluzinationen, Orlando? Was ist? Was denn? Erinnerst du dich nicht an mich? Mit wem hast du dir dann am Samstag die Birne dicht gesoffen? Oh. Hi. Ich kann mich nicht erinnern. Ich erinnere mich an Samstag, nicht an dich. Du bist betrunken, hast du noch keine Ahnung, von was du redest. Jack, du kennst schon mal jeden, der zu viel getrunken hat. Ich kann mich nicht erinnern. Wäre ein Wunder, wenn du es noch wissen würdest. Du warst besoffen wie ein Schwein. Ich habe keine Zeit für sentimentale Erinnerungen. Wie du willst, Orlando. Der hat irgendwas in seiner Hose an der Seite. So habe ich vor nicht allzu langer Zeit auch ausgesehen.
Kann man da irgendwas mitnehmen? Nee, kann man nicht. Okay, Barkeeper. Was darf sein? Aber es ist schon lange hier. Lösung, Schokoladenpudding, Dose Red Bull. Arbeitest du schon lange hier? Warum? Schreibst du ein Buch? Nein, ich bin immer ein neugieriger Mensch. Ich wollte aber ein Gespräch beginnen. Nein, aber ich wollte das Gespräch irgendwie beginnen. Ich habe keine Zeit für Gespräche. Entweder du bestellst was oder du gehst. Moment, da sitzt jetzt jemand. Moment, halt, stopp. Der saß vorher nicht da. Hat Bellinger ein Date mit jemandem verabredet? Der Typ sieht verdächtig aus. Ja, wissen wir irgendwas über den? Was wollen Sie? Sie sind das also. Können wir uns unterhalten? Ich bin Agent der Versicherung. Es wird Zeit, dass wir uns kennenlernen. Ich glaube, wir haben etwas zu klären. Ich glaube nicht. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir etwas miteinander zu tun haben. Werden Sie gleich. Ich glaube, dass Sie auf mich warten. Sie irren sich. Ich bin hier mit einer Frau verabredet. Smith, jetzt lassen Sie den Unsinn. Guter Mann. Mein Name ist weder Smith, noch warte ich hier auf Sie. Aber ich... Kein Aber. Ich habe keine Lust, länger mit Ihnen zu diskutieren. Auf Wiedersehen. Ich muss unbedingt in meinem Videogedächtnis schauen, was da unten drunter stand. Ihr wisst es wahrscheinlich, beziehungsweise ihr habt wahrscheinlich schon zurückgespult. Ich kann es jetzt halt nicht direkt gucken. Vor allem das Spiel ist halt ein bisschen störrig. Ich muss es halt immer zuerst beenden und dann die Aufnahme beenden und ja, egal. Alte Spiele. Wenn er auf eine Frau wartet, hat er vielleicht ein Erkennungszeichen verabredet, wie zum Beispiel eine Rose? Was ist denn das für ein Dreck? Oder halt auch nicht. Ein Fächer? Sie verwechseln mich. Wir haben Zeitungen. Sie verwechseln mich. Den Chip? Lassen Sie mich mit dem Kram in Ruhe. Ja, ich will dir nur unsere Sammlung zeigen. Geld? Ich brauche Ihr Geld nicht. Das ist gut, weil wir haben auch nicht viel davon. Willst du eine Zigarette? Ich kann mit diesem Zeug nichts anfangen. Ist doch besser so. Das ist die Zigarre vom Tatort. Nehmen Sie das Zeug und verschwinden Sie. Was ist denn das für ein Dreck? Nee, also... Keine Ahnung. Wir gehen mal nochmal weiter. Wir waren noch nie am Hafen. Zumindest denke ich mal, dass wir noch nie am Hafen hier waren, weil noch nie was nach Hafen ausgesehen hat. Zur Werkstatt sind wir mal zu Fuß gelaufen. Aber zu Jakes Wohnung sind wir auch noch nie zu Fuß gelaufen. Da ist das Hotel. So ein ganz kleines bisschen kenne ich mich mittlerweile hier aus. Ein ganz kleines bisschen. Dann ist hier hinten unser Auto. Aber ich überlege die ganze Zeit, was ich da nicht gesehen habe. Der Typ ist auf jeden Fall eine Verabredung. Die haben wahrscheinlich irgendein Erkennungsmerkmal abgemacht und das war wahrscheinlich das, was ich jetzt nicht lesen konnte. Wahrscheinlich. Egal, wir fahren zum Hafen. Dort waren wir noch gar nicht.
Da liegt was am Boden. Können wir es bitte mitnehmen? Scheint eine Glasscherbe zu sein. Ah ja, wir haben noch keine Glasscherben. Einpacken. So, zack. Ah, da wird's weitergehen, da würde es weitergehen. Der Eingang zum Zoll, um diese Zeit geschlossen. Die Einfahrt auf das Hafengelände. Ja, vielleicht ist der Zoll irgendwann offen, wenn wir irgendwie wieder den Tag triggern. Oh, ein blutiger Hai. Dort kann man wohl noch etwas zu essen bekommen. Ich habe erst Mittag gegessen. Ein netter Fisch. Können wir da rein? Geschlossen. Vielleicht versuche ich es später nochmal. Wo geht's dahin? Zum goldenen Fisch. Da wird's reingehen, da geht's weiter. Wow. In dem Spiel gibt's sehr viel zu entdecken. Eine alte Kiste. Bleche. Das Tor zur Werkstatt. Eine dunkle Gasse. Ob dieser goldene Fisch alle Wünsche erfüllen kann? Wahrscheinlich nicht. Eine Tür. Okay, können wir hier irgendwo rein? Da, wir können den goldenen Fisch. Nehmen wir mal den goldenen Fisch. Oh, Moment, da liegt was am Boden. Hi. Komischer Typ. Warum ist der komisch? Was willst du? Ich wollte nur fragen, wo ich Sam finde. Ich werde einen Fisch essen. Schließlich sind wir im Hafen. Ich suche ein unfreundliches Arschloch und habe es gefunden. Wow. Welch eine schöne Nacht uns mit ihrer Dunkelheit umschmeichelt. Wer ist Sam? Ich wollte nur fragen, wo ich Sam finde. Ich kenne keinen Sam. Ich glaube, wir auch nicht. Sicher kennst du ihn. Groß, schlank. Ich kenne weder ihn noch dich. Also, mach einen Abgang. Komisch, ich kenne dich, aber stimmt, ich habe mich hier gar nicht vorgestellt. Bob Cornell? Jack, was geht denn mit dir ab? Stimmt, ich habe mich ja gar nicht vorgestellt. Bob Corny. Und wen interessiert's? Lass mich in Ruhe essen und schaff deinen Arsch hier raus, klar? Das war strange. Irgendwie haben die Leute keinen Geschmack. Die Quelle des göttlichen Saftes. Können wir hier irgendwo... Hier gibt's nur ihn. Dann gehen wir mal vor die Tür nochmal looten. Da lag irgendwas auf dem Boden. Das muss mit. Wir sind von der Stadtreinigung. Golden Fish. Alles klar. Was ist das? Eine Fischgräte? Muss mit. Gehört in die Sammlung. Zack, einpacken. Ein Tor. So, wo konnten wir hier weiter? Da in die Gasse konnten wir, ne? Dann gehen wir mal in die Gasse. Oh, hi. Nochmal jemand zum Quatschen? Und? Ich persönlich halte es für Müll. Können wir es mitnehmen? Ja, können wir. Sehr schön. Ein Zettel. Ich liebe dieses Spiel. Hallo, wir kennen uns wahrscheinlich. Was willst du, Silbe? Wo finde ich Teddy? Verkauf mir diese Flasche. Ich brauche dringend einen Schluck Rum für meine Leber. Bin kein Seemann, habe aber auch eine Schwäche für Rum. Wer ist Teddy? Wo finde ich Teddy? Wen? Teddy. Ich kenne keinen Teddy. Wer soll denn das sein?
Ich glaube, Jack fantasiert. Du kennst Teddy nicht? Unmöglich. Ich hab doch gesagt, dass ich ihn nicht kenne. Wenn du ihn nicht kennst, kann man nichts machen. Wo ist das? Man kann nicht Hallechen. Das ist... Willst du hier anheuern? Weiß ich noch nicht. Können wir deine Flasche kaufen? Verkauf mir diese Flasche. Die ist nicht zu verkaufen. Alles ist in dieser Welt zu verkaufen. Mag sein, aber diese Flasche nicht. Hör mal, ich brauche diese Flasche dringend und zahle einen ordentlichen Preis. Dann kauf dir morgen eine im Laden. Ich verkaufe nicht. Ist dein gutes Recht. Oh, mich juckt's wieder am Hals. Heieie. So, da geht's noch um die Ecke. Ich hätte in der Pause was trinken sollen. Oh, oh, wow. Ich denke, die Zange müssen wir haben. Eine Metallschere. Eine Niete. Eine Nebentür. Verschlossen. Da können wir mit Sicherheit irgendwo einbrechen. Oh, der scheint nicht gerade mein bester Freund zu sein. Nein. Oh, Entschuldigung, in der Pause werde ich was trinken. Willst du eine Fischgräte? Damit kann man sicherlich etwas Gescheiteres anstellen. Will Hundchen einen Schuh? Keine gute Idee. Haben wir überhaupt irgendwas Hundemäßiges? Vielleicht ein Baseballschläger? Also nicht schlagen, sondern zum draufnagen. So wird das wohl nichts. Ein Seil bringt nichts, der ist ja schon an der Kette. Willst du eine Unterhose? Damit kann man sicherlich etwas Gescheiteres anstellen. Ja, anziehen. Du brauchst frische Unterwäsche, mein Bub. Keine gute Idee. Ja, mit so einem Äpfelchen werden wir den Hund auch nicht begeistern können. So wird das wohl nichts. Also das müssen wir auf jeden Fall irgendwie haben. Da bin ich mir zu 100% sicher. Das gehört nicht zu dem Müll, den wir einsammeln. So, das können wir bitte auch noch einpacken. Das war eine Niete. Was gibt's denn hier sonst noch? Ein Keil oder sowas. Die Arbeiten an diesem Kutter werden noch einige Wochen dauern. Eine Hundehütte. Ja, das ist das Zuhause von Cleffy wahrscheinlich. Ja, also das Ding habe ich im Hinterkopf. Wir brauchen irgendwas, womit man einen Hund beschäftigen kann. Wir können theoretisch... Also wir haben eine Waffe. Aber will ich das? Muss ich das? Tut mir leid, falls es geht. Nein, es geht nicht. Es geht nicht, es geht nicht, es geht nicht. Danke, Spiel, dass es nicht geht. Kannst du irgendwas über den Hund sagen? Hast du irgendwas für Hunde? Was willst du, Silbe? Teddy, Flasche, Schluck Rum. Ich brauch dringend einen Schluck Rum für meine Leber. Und wer bist du, dass du mit mir trinken willst? Ich habe mich verhört. Ich muss denn jemand sein, um mit einem Penner wie dir trinken zu können. Ich habe mich wohl verhört. Rum ist mein bester Freund. Und dich kenne ich nicht mal, klar? Ja, Rum und Jack sind auch beste Freunde, also seid ihr irgendwie auch beste Freunde, Hus. Jetzt ist ja alles klar. Weißt du, wie das ist? Klar. Dann verkauf mir doch diese Flasche und du kaufst dir eine andere.
Die Fass ist nicht zu verkaufen. Wie es geht, die ganze Rumlaberei macht einen richtig Mühe. Entschuldigung. Was willst du? Geld kann man immer gebrauchen. Was willst du? Geld kann man immer gebrauchen. Mag schon sein, aber um diese Zeit bekommst du in dieser Gegend keinen rum, egal wie viel Geld du hast. Diesen Argument. Das ist mit dem Hund, habe ich im Hinterkopf. Das im goldenen Fisch war irgendwie noch ein bisschen wenig. Wir hatten hinten noch eine Gerste. Da waren wir noch nicht. Ja, da kann man bestimmt die Metallschere gebrauchen. Verschlossen. Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass ich mal einen Blick auf das Hafengelände riskieren sollte. Ich irgendwie auch jetzt gerade. Na gut, ich schicke euch mal in die Pause. Ich schaue nochmal in meinem Videogedächtnis, was da noch stand. Unter dem Knight of Grannis in den Notizen. Ja, ich bin mir 100% sicher, dass dieser Mann im Knight of Grannis, der jetzt neu ist, dass wir da irgendein Erkennungszeichen irgendwas brauchen oder so. Das wird zumindest Sinn machen. Ich hab's hoffentlich rausgefunden bis zur nächsten Folge. Daumen drücken und bis gleich.